Die Schweizerische Nationalbank in Zürich. Eine Institution. Im Januar 2010 wird Philipp Hildebrand Präsident. Er ist jetzt einer der mächtigsten Männer der Schweiz. Er steuert das Zinsniveau, den Wechselkurs, die sogenannte Geldpolitik. Sie sei, sagt man mir, ein wichtiger Schlüssel, um den Rücktritt zu verstehen. Ich treffe Professor Bernholz. Er ist die Autorität in Sachen Notenbanken. Sein Rat in schwierigen geldpolitischen Situationen ist weltweit gefragt. Das Auf und Ab der Preise, die Höhe der Arbeitslosigkeit, die allgemeine wirtschaftliche Lage, das alles beeinflusse ein Notenbankpräsident mit seiner Geldpolitik. Insbesondere in Krisenzeiten, sagt Professor Bernholz, seien die Notenbankbeschlüsse spürbar. Im Augenblick sind die Entscheidungen der Nationalbank von ungeheurer Bedeutung. Hätte man den Schweizer Frankenkurs gegenüber dem Euro, aber damit auch gegenüber dem Dollar und anderen Währungen, sich beliebig weiterentwickeln lassen, dann hätten wir eine solche Überbewertung zurzeit, die die ganze Schweizer Industrie in den meisten Firmen völlig gefährden würde und dazu die Tourismusindustrie. Also es wäre eine verheerende wirtschaftliche Konsequenz. Georg Rich war jahrelang Chefökonom der Nationalbank. Er sieht das genauso. Ja, wenn sich Nationalbank täuscht. Wenn sich die Nationalbank täuscht und beispielsweise einen starken Preisanstieg zulässt, dann kann das natürlich fatal sein, beispielsweise für Leute, die von der Rente leben, die man nicht an die Inflation anpassen kann. Und der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann erklärt mir, mit welchen Instrumenten die Nationalbank arbeitet. Die Nationalbank steuert mit dem Zins die gesamte Wirtschaft und die Preise. Und je nachdem, wie sie diesen setzt, merken wir das natürlich. Wenn der Zins raufgeht, werden für uns die Kredite teurer. Wir spüren es, wenn wir beispielsweise eine Wohnung kaufen. Die Nationalbank ist mit Abstand die mächtigste Institution, wenn es um die Entwicklung unserer Wirtschaft und der Preise geht. Der Walliser Jean-Pierre Roth, Vorgänger von Philipp Hildebrand. Seine Amtszeit fiel in die wohl schwierigste der Nachkriegsgeschichte, in die Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers und die anschließende UBS-Rettung prägten seine Zeit. Dennoch gilt seine Geldpolitik als untadelig. Man hatte die notwendigen Eingriffe vornehmen müssen, um die Geld- und Kapitalmärkte und auch verschiedene Banken, wie in der Schweiz eben die UBS, zu retten. In dieser Situation war man in einer Krise und man musste Gegensteuer geben und hat darum die Geldmenge ausgeweitet. Es war eine sehr dramatische Zeit vom Herbst 2008 bis Frühling 2009. Damals ist ja die Weltwirtschaft praktisch kollabiert. Das Finanzsystem war nicht mehr funktionsfähig. Die Nationalbank hat gut stabilisiert. Sie hat verhindert, dass der Wechselkurs zu stark wird. 2009 war die Geldpolitik überdurchschnittlich gut. Si au contraire des pertes sont enregistrées, nous en conclurons que l'opération aura permis d'éviter le pire. Im Dezember 2009 tritt Roth zurück. Vizepräsident Philipp Hildebrand übernimmt. Seine Amtszeit beginnt mit einem Entscheid, den Experten als Sündenfall bezeichnen. Es ist ein einziger Satz, für Außenstehende harmlos, doch für Devisenhändler ein Signal. Es ist der letzte Satz der Lagebeurteilung Dezember 2009. Die expansive Geldpolitik werde nicht mehr endlos weitergeführt, kündet Hildebrand an. Mit diesem Satz habe die Aufwertung des Schweizer Frankens begonnen, sagt mir Ökonom Beat Kappeler. Der letzte Satz dieser Medienmitteilung hieß, wir werden nicht mehr. Und das war eine Einladung an die Devisenhändler. Man kann jetzt risikolos Franken kaufen.
und darauf spekulieren, dass der Franken immer stärker wird? Natürlich wird er dann immer stärker. Und da dazu mal schon die griechischen Lügen bezüglich ihres Defizits bekannt gewesen sind, haben viele Leute gedacht, weg vom Euro. Und der Dollar war auch nicht gerade in guter Verfassung. Der Eurokurs fällt danach sofort unter 1,50. Und er wird sich nie mehr erholen. Im Gegenteil. Die Schuldenkrise in Griechenland spitzt sich zu. Der Schweizer Franken wird zur Fluchtwährung. Der Euro sinkt weiter. Die stabile Wechselkurssituation von Hildebrands Vorgänger ist verschwunden. Der neue Nationalbankpräsident reagiert. Jahrelang besaß die Nationalbank Devisen in der Höhe von rund 50 Milliarden Schweizer Franken. Hildebrand kauft massiv Euro, um die Aufwertung des Franken zu stoppen. Der Devisenbestand schnellt in die Höhe, der Erfolg bleibt aus. Der Wirtschaftspublizist Beat Kappeler ist der Erste, der Hildebrands Geldpolitik öffentlich kritisiert. Philipp Hildebrand war in meinen Augen nicht der perfekte Notenbanker, als der er vorher und nachher dargestellt wurde, sondern er hat einige Schnitzer verursacht. Er hat zu früh interveniert, bei 1,40 pro Euro, also Panik. Zweitens, ohne Überraschung, er hat einfach alles gekauft, das angeboten wurde. Eine Notenbank muss die Leute verunsichern, überraschen. Man hat zu früh eingegriffen und man hat auch noch nicht richtig, ganz richtig eingegriffen. Wenn man eingreift, muss man zur Beeinflussung der Erwartungen mit einem festen Ziel eingreifen und muss sagen, dass man unbegrenzte Mittel hat, um dann möglichst gar nicht intervenieren zu müssen, weil die Erwartungen umgedreht werden. Man hat im Dezember 2009 Entwarnung gegeben. Im März hat man dann wieder anders kommuniziert und mit enormen Mitteln interveniert. Diese Interventionen sind dann aber so massiv ausgefallen. Die Nationalbank hat solch große Devisenbestände aufkaufen müssen, dass auch die Geldmengenausweitung massiv ausgefallen ist. Und nach dieser Intervention hat man wieder Entwarnung gegeben. Ein Zickzackkurs, der den Franken viel, viel stärker machte. Die Intervention vom Frühling 2010 verpuffte völlig und stellte sich nachher als Riesenfehler heraus. Der Euro sinkt weiter. Der Franken steigt ungebremst. Im Juni 2010 stoppt Hildebrand die Milliardeninterventionen. Kurz darauf der erste große Medienauftritt des neuen Präsidenten. Der sonst so wortgewandte Notenbanker wirkt unsicher, formuliert kompliziert und schwer verständlich. Was sich verändert hat im Rahmen der gesamten Entwicklungen der letzten Monate, ist, dass in der Schweiz jetzt die Deflationsrisiken weitgehend verschwunden sind. Das ist das, was sich im Vergleich zur letzten Lagebeurteilung bei uns verändert hat. Seltsam war, dass man im Juni 2010 gesagt hatte, es gäbe jetzt keine Deflationsgefahr mehr. Und das, nachdem man Dutzende von Milliarden in den Markt hineingeschüttet hatte. Man hat die Begründung, die man vorher gebracht hat, wieder zurückgenommen und damit ganz klar ein Signal gesendet, wir machen jetzt nichts mehr gegen den Wechselkurs. Man kann fast auf die Minute genau sehen, wie das aufgenommen wurde, nämlich, dass der Franken sofort viel stärker wurde. Der fehlgeschlagene Start. Die misslungene Geldpolitik ist der erste Baustein für seinen Rücktritt. Denn jetzt kommt dieser Mann ins Spiel. Christoph Blocher. Albis-Gürtli-Tagung der SVP. Wahlkampfstimmung. Meine Damen und Herren, es geht weiter, jetzt mit der Nationalbank.
Sie müssen einmal schauen, was dort passiert ist. Die haben einen klaren Auftrag, Preisstabilität. Anfangs 2010 haben die plötzlich für 150 Milliarden Euro gekauft. Und jetzt hockt die Schweiz, Sie sind die Leidtragenden, auf 240 Milliarden Euro. Wissen Sie, was das für ein Risiko ist? Es ist Ausfluss von Größenwahn und Fehleinschätzungen. Das ist ja schön, da kann man sagen, ein bisschen internationale Schuldenrettung mit dem IWF, dann viel Euro kaufen, wir helfen euch. In Brüssel kann man dann sagen, wir helfen euch. Schaut, was wir ausgegeben haben. Den Deutschen kann man sagen, ich bring dir noch 160 Milliarden Darlehen. Die Nationalbankkritik wird jetzt zum SVP-Wahlkampfthema. Sie sehen, meine Damen und Herren, die SVP ist nötiger denn je. Das Wahljahr ist wichtig. Jetzt wissen Sie, weshalb Schweizer SVP wählen. Der Thurgauer SVP-Kantonsrat Hermann Ley per Du mit Christoph Blocher nimmt den Ball auf und kritisiert Hildebrand auf seiner Website. Obwohl er in Währungspolitik eher unbedarft argumentiert. Ich finde es prinzipiell nicht intelligent, in den Markt einzugreifen, oder? Solche Währungsschwankungen hatten wir immer. Das Problem ist, dass sie jetzt relativ hoch sind. Durch das ist man jetzt stärker an den Euro gebunden. Und das finde ich gefährlich. Lokalpolitiker Ley lässt deshalb seine Hildebrand-Attacke von einem Fachmann schreiben, dem Parteimitglied Reto T. Reto T. ist Banker. Er und Ley werden später zum zweiten Baustein für den Hildebrand-Rücktritt. Der 6. September 2011. Philipp Hildebrand tritt erneut vor die Medien. Guten Abend. Wir verdienen jeden zweiten Franken im Ausland. Eine massive Überbewertung birgt das Risiko einer Rezession und einer deflationären Entwicklung. Die Nationalbank strebt daher eine deutliche und dauerhafte Abschwächung des Frankens an. Sie toleriert ab sofort keinen Euro-Franken-Kurs unter 1,20. À partir d'aujourd'hui, elle n'acceptera plus de cours inférieur below 1 Swiss franc 20. Die SNB. Diesmal erntet der Applaus bei den Experten. Ja, ich bin auch einer von denen. Ich war auch einer von denen, der sagte, das ist die einzige Möglichkeit, die man noch hat, weil alles andere nichts nützt. Ich habe das sehr unterstützt. Der Mindestkurs selbst ist natürlich absolut notwendig, um den Ruin weiter Teile der realen Schweizer Wirtschaft und damit höhere Arbeitslosigkeit zu verhindern. Es tut natürlich die Exportaussichten von der Schweizer. Es stabilisiert die Exportaussichten der Schweizer Industrie, verbessert die Gewinnmöglichkeiten nicht nur der Blue Chips, sondern auch der KMUs, welche exportieren. Und unsere KMUs exportieren. Insofern hat es die Aussichten der Exportindustrie gestärkt. Paradoxerweise wird gerade der Mindestkurserfolg zum weiteren Baustein für Hildebrands Fall. 3 Wochen zuvor, 15. August 2011. Hildebrand telefoniert mit seiner Bank, der Bank Sarasi. Er verabredet sich mit seinem Kundenberater Felix S. außerhalb der Nationalbank. Hildebrand gibt ihm den Auftrag, Nestle- und Roche-Aktien, sogenannte Blue Chips, für rund 50.000 Schweizer Franken zu kaufen. 3 Wochen später wird der Kurs steigen. Eine Folge des Mindestkursentscheids. Die Aktien steigen natürlich, denn mit dieser Maßnahme wurde der Wechselkurs ja stabilisiert. Die Fluktuationen haben aufgehört. Es ist klar, dass dadurch für die Schweizer Unternehmen wieder bessere Zeiten anbrechen. Ich bin ja eigentlich der Ansicht, die wohl auch andere Teile, die Kenner sind,